Ich darf Ihnen vorstellen, Sie kennen sie schon, Christina Maria Schollerer wird teilnehmen. Kommen Sie gerne zu uns. Ich darf Ihnen vorstellen, Saskia Esken, Mitglied des Bundestags für die SPD. Kommen Sie zu uns, Frau Esken. Unter anderem Mitglied des Ausschusses Digitale Agenda und des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Herzlich willkommen. Dann kommen bitte noch zu uns Rolf Fischer, Staatssekretär. Wir haben Sie schon kennenlernen dürfen heute Morgen. Joschka Knut, Studierender der Universität zu Kiel. Und last but not least Holm Keller, Vizepräsident der Leuphana Universität Lüneburg. Damit wären wir dann auch vollständig. Gruppieren Sie sich irgendwie so an die Tische, dass wir gut gesehen werden von allen Seiten. Mikrofone liegen hier zu. Es liegen hier 4 Mikrofone. Bedienen Sie sich einfach. Teilweise müssen wir die vielleicht teilen, die Mikrofone. Sollten alle an sein. Teilweise so. Genau, Sie können sich 3 teilen. Sehr viel Input, sehr, sehr viele Fragen. Ich fange mit einer Frage an und bitte Sie dann gerne einzusteigen. Einmal in die Runde. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr fragen, sind MOOCs relevant, werden die MOOCs in Zukunft da sein, das schenken wir uns alles. Ja, das ist, glaube ich, heute zur Gänze bewiesen worden. Was machen die MOOCs heute schon und vor allem in Zukunft, und ich bitte alle vielleicht mal eine kurze Einschätzung, ganz knapp, mit den Universitäten? Wie verändert sich diese Institution? Ich glaube, das Wesentliche ist, dass sich die Erbringung von Lehre und die Vergabe von Abschlüssen mittelfristig disaggregiert. Das heißt, es gibt ein eigenes Exzellenzsystem für Lehrveranstaltungen und es gibt ein Qualitätsmanagement- und Akkreditierungssystem für individuelle Studienleistungen, die sich jenseits einer eigenen Universität gesucht werden. Die Bewegung haben wir im Bologna-System systemimmanent, die ist enorm sinnvoll und das wird durch digitale Fernlehrangebote natürlich in besonderer Weise befördert. Das Zweite, was wir erleben, ist, dass Barrieren zum Zugang zu universitärer Bildung sinken. Und wenn wir das richtig machen und die öffentliche Verantwortung richtig wahrnehmen, haben wir hier eine enorme Chance zur Hebung der Fachkräfteproblematik und auch zur Integration der vielen Menschen, die im Moment zu uns kommen. Wenn Sie das so beschreiben, habe ich den Eindruck, dass das quasi sich mit naturgesetzlicher Kraft vollzieht. Wir können es gar nicht ändern, es ist so, wir können dem beiwohnen, zuschauen und es geschieht. Macht Ihnen das gar keine Angst als Vizepräsident einer Universität? Wieso Angst? Nee, das Kontrollverlust, neue Investitionen, nö. Kämpfe zwischen den verschiedenen Lehrstühlen, wer kriegt welche Mittel für was, Kämpfe mit dem Land, der Landesregierung? Im Wesentlichen haben wir alle einen öffentlichen Auftrag, also fast alle, die wir hier stehen, haben einen öffentlichen Auftrag, der was damit zu tun hat, das Bildungssystem der Bundesrepublik und Europa weiterzubringen. Bei MOOCs geht es um nicht mehr als um ein Instrument, das die Wahrscheinlichkeit zum Quantum Change in sich trägt. Die Veränderungen, von denen werden, wenn wir es richtig machen, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Einrichtungen profitieren. Und was hier passiert, ist wie überall, es gibt mehr Wettbewerb, den Wettbewerb dann plötzlich auf Einzelveranstaltungsebene. Und das hilft Universitäten wie unserer, die nach oben gehen und wollen, weil wir sagen, wir können vieles besser als die großen Häuser. Herr Fischer, Sie wollten direkt darauf antworten. Das würde ich gerne tun, das ist richtig. Sie haben ja gefragt, was machen die MOOCs mit den Universitäten? Ich würde eine provokative Antwort geben, in dem Sinne, sie provozieren sie. Sie provozieren sie, nämlich über sich selbst neu nachzudenken, das, was Lehre an einer Hochschule ist, vielleicht doch ein bisschen stärker zu hinterfragen, als das in der Vergangenheit war, wo wir immer davon ausgehen müssen, dass es einen Schwerpunkt auf Forschung gibt, aber wenig auf Lehre. Die MOOCs haben, glaube ich, da eine Kraft in der Universität, eine Diskussion anzustoßen, die es in dem Sinne so nicht gegeben hätte, wenn nicht plötzlich diese neuen Formen auftauchen. Mhm. Ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Wenn das die Haltung ist der Universitäten, dann glaube ich, stehen wir vor einem guten Dialog. Dann haben wir eine Laufbahn vor uns, die wir nachher, glaube ich, gewinnen, als Gewinner beenden werden, nämlich die Hochschulen als sich stärker öffnende Institutionen, als sich verändernde Institutionen. Und die Studierenden, die in 10 Jahren studieren, die das Gefühl haben, das ist eine Hochschule, die entspricht meiner Lebenswirklichkeit. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt. Das können wir nur hinbekommen, wenn wir tatsächlich diese MOOCs als eine Art von positiver Provokation aufnehmen, wenn ich das so sagen kann. So viel Einvernehmen trägt natürlich nicht zu einer Spannung eines Podiums bei. Deswegen wühle ich noch einmal in der Wunde und dann sind Sie sofort am Zuge. Bleiben wir beim Bild der Provokation. Wenn also MOOCs so eine Art homöopathischer Heilreiz sind für die Universitäten, ja, ist...
Ja, okay, dann, dann nehmen wir ein anderes Bild. Also bleiben wir bei der Provokation. Welche Wünsche haben Sie denn, Herr Keller, an die Politik? Brauchen Sie irgendwas oder sagen Sie, alles bestens, Bordmittel reichen, wir kommen klar? Wir brauchen eine ganze Menge. Okay. Endlich. Wir brauchen zum einen die Aufgabe der Logik von Landeskindern. Das ist... Schmücken Sie das mal ein bisschen aus, damit ich das kann verstehe. Man gerne erläutern. Jeder, der im öffentlichen Hochschulsystem arbeitet, der weiß, dass die Finanzierung von Universitäten im Bereich der Lehre Landesaufgabe ist. Und leider gute MOOCs, also wir haben in einigen unserer Angebote einen sehr hohen Anteil an zum Beispiel Frauen aus arabischen Ländern, an Menschen aus Afrika, Subsaharian, die keine Möglichkeit in Zutritt normalerweise zu ECTS-gebenden Veranstaltungen, die man dann wiederum bündeln kann mit anderen Dingen zu abschließen. Da steckt eine enorme Sprengkraft dahinter. Also ist das eine UNESCO-Aufgabe eigentlich? Wir dürfen, nee, ist keine UNESCO-Aufgabe, da muss die Hochschulrektorenkonferenz, da müssen die Wissenschaftsministerien und auch der Bund muss an der Ecke eine neue Logik finden, wie öffentliche Universitäten sich in diesem Kontext engagieren können. Das Zweite, was wir brauchen eine Urheberrechts- und Leistungsschutzrechtreform. Die ist in der Mache, da ist Oettinger dran, sind einige dran. Hier haben wir in der Bundesrepublik besonders schlechte Karten. Das heißt für uns, wir machen beispielsweise gerade eine European Medical School, wo wir zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation Ärztebildung für Entwicklungsländer machen werden, zum Teil eben in MOOCs und zum anderen Teil in Teaching Hospitals vor Ort, sodass die jungen Kolleginnen und Kollegen dann nicht in Europa bleiben nach ihrem Studium, sondern dann tatsächlich auch praktizieren. Das müssen wir aus der Republik Malta machen, weil die als Einzige in der Lage sind, ein Hochschulrecht mit einem Urheber- und Leistungsschutzrecht so zu verbinden, dass wir das aus der Europäischen Union raus wenigstens anbieten können. Okay, aber da gibt es eine Menge. Ich verstehe Sie richtig, der Bund muss endlich auch sozusagen mitmischen bei den Finanzierungen dieser Projekte oder wie, was darf ich daraus entnehmen aus der Antwort? Nee, wir brauchen ein vernünftiges regulatorisches System, das liegt bei den Ländern und die Länder haben alle Anreize, sich da zu einigen und eine gute Plattform zu bauen. Was das Urheberrecht und Leistungsschutzrecht betrifft, ist das ein europäisches Thema, da ist der Bund raus. Da ist Europa dran und da können wir alle mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments gut arbeiten, dass da jetzt was Gescheites bei rauskommt. Das klingt im Moment ziemlich vielversprechend. Wir hatten eine Frage aus dem Publikum. Wollen Sie da nochmal einsteigen? Bitte sehr. Es gibt, glaube ich, Saalmikrofone, wenn ich das richtig sehe. Das ist unterwegs. Es steht da vorne oder wir geben Ihnen eins runter. Genau, das ist vielleicht einfacher, da ja mehrere Millionen Zuschauer im Internet das Ganze verfolgen, wäre das ganz hilfreich. Ich habe eine Nachfrage. An mehreren Stellen wurde darauf hingewiesen und Sie, Herr Fischer, haben explizit darauf hingewiesen. Sie rechnen mit grundlegendem institutionellen Reframing der öffentlichen Hochschulen. Das macht mich interessiert, was Sie damit meinen und wie Ihre Vision, das Szenario ist, was in 5 oder 10 Jahren auch Zeitperspektive ist da vielleicht von Bedeutung. Ja, vielen Dank, wenn ich kurz antworten darf. Wir haben ja heute im Laufe des Tages doch sehr viele Ansätze, Visionen gehört und ich glaube, wir waren uns einig oder sind uns einig, dass MOOCs und alles, was mit digitalem Lernen und Technologie zu tun hat, das, was Hochschule heute ausmacht, ergänzen soll. Es soll das nicht ersetzen. Ich bin kein Anhänger des Begriffs Bildungsrevolution durch MOOCs, weil das ist kein schöner Begriff. Das ist ein Begriff, der eher provoziert. Und es ist einer, und Sie fragen, wie es sich entwickelt, der auch die Wirklichkeit nicht trifft. Ich glaube, wir bekommen in den nächsten 5-10 Jahren, schneller aber als wir vielleicht erwarten, ein System der Ergänzung der zusätzlichen Angebote an den Hochschulen, die die Hochschulen nutzen können oder nicht. So wird es sein. Und ich hoffe, dass viele Hochschulen es dann nutzen. Dann ändert sich schon die Institution Hochschule in Fragen der Wissensvermittlung, in Fragen der Lehre. Sie hatten auch ein paar Punkte angesprochen, gerade in Ihrer ersten Stellungnahme. Das wird sich verändern. Ich bin nicht sicher, ob alle Hochschulen heute in ihren Strategieplanungen in den nächsten 10 Jahren diese Aspekte sozusagen schon aufgenommen haben. Da wäre ich eher kritisch. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, nur ganz kurz. Der heute 8-Jährige, der mit 18 in 10 Jahren an die Universität geht, heute in einer digitalen Welt aufwächst, ich glaube, der hat eine andere Anforderung an Hochschule als der 18-Jährige, den wir kennen oder wenn wir uns im Sinne von Nostalgie an die eigene Hochschulzeit vielleicht sogar noch erinnern, was man gar nicht machen sollte, weil das mit der Wirklichkeit ja nichts mehr zu tun hat. Vielleicht eine kurze Antwort auf die Frage. Herr Schnatzig. Mal kurz was zu sagen, das sind gerne nicht die Probleme. Alle zum Zuge kommen, bitte, ja? Das sind nicht die Probleme.
das können die Hochschulen weitgehend selber, wenn sie sich trauen. Also dieses kontinuierliche Schieben der Probleme auf die Politik ist an der Ecke nicht fair. Eine Landesregierung hat es unter Umständen schwerer als eine Hochschule selber. Eine weitere Publikumswortmeldung hier vorne. Herr Staatssekretär, ich möchte zu Ihrer Aussage noch was ergänzen. Vielleicht auch provokativ, was die MOOCs mit den Hochschulen machen. Sie fegen die Präsenzlehre leer. Das ist heute schon zu beobachten. Meine Kollegen, die traditionell unterrichten, beschweren sich massiv über einen permanenten Abfall der Präsenzzahlen. Denn die Studierenden schon heute, nicht die Achtjährigen, sondern die heute 18- bis 20-Jährigen, die wissen ganz genau, wo es Informationen gibt, setzen die in ihren Kursen ein, kommen nicht mehr in die Präsenzphase und sehen zu, dass sie die Prüfung vor Ort bestehen. Das heißt, wenn wir so weitermachen, dann verkommen, ich sage es mal ganz bewusst, so unsere Hochschulen zu reinen Prüfungs- und Forschungseinrichtungen. Gestatten Sie ganz kurz bitte. Die Qualität bitte der Präsenzlehre. Einen Augenblick bitte. Lassen Sie uns bitte diese Frage kurz auf den Merkzettel nehmen. Ich würde gerne einmal das Thema der Zuständigkeiten zu Ende bringen, soweit wir das hier leisten können. Diese wichtige Frage, was das mit der Lehre macht, werden wir, glaube ich, etwas weitergehend diskutieren müssen. Deswegen nochmal die Frage auch an Sie, Frau Esken. Wir haben gerade versucht, über Zuständigkeiten zu sprechen. Ändern sich Zuständigkeiten? Ändern sich Institutionen wie die Universität? Inwieweit hat die Bundesebene das im Blick? Inwieweit gibt es dort eine Agenda? Inwieweit sozusagen wird das Zusammenwirken komplementärer an der Stelle zukünftig? Ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist, dass sich da Zuständigkeiten auch vermischen, sage ich mal, dass sich die scharf getrennten Ebenen so ein bisschen vermischen. Wir haben ja auch bereits eine Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht, was jetzt die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Hochschulfinanzierung und auch bei der Finanzierung der Lehre anbelangt. Das war, glaube ich, dringend notwendig. Aber tatsächlich glaube ich, dass der wichtige Wandel, der stattfinden muss, der muss nicht in der Politik hergestellt werden, der muss in den Hochschulen hergestellt werden, beziehungsweise der findet in den Köpfen statt, der findet in unserer Welt statt. Und deswegen glaube ich übrigens schon, dass eine Revolution oder zumindest ein sehr grundlegender Wandel stattfinden muss an unseren Schulen und an unseren Hochschulen, was die Lehre anbelangt und was die Bildung, die Bildungsprozesse, die Lernprozesse anbelangt. Denn im Moment halten wir es so ungefähr so, dass Schüler glauben, am Ende ihrer Schulzeit sei die Zeit des Lernens vorbei und die Studierenden glauben, die Zeit des Studierens oder der Bildung sei hoffentlich vorbei, wenn endlich dieses Studium hinter ihnen liegt. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich befähigen müssen zum lebenslangen und zum selbstgesteuerten Lernen. Und das können wir nicht von den jungen Leuten abverlangen, dass sie sich das dann nach der Ausbildung, nach Schule und Studium selbst beibringen, sondern das soll doch bitte in den Institutionen schon so stattfinden, wie wir es heute brauchen. Aber vielleicht noch mal etwas konkreter nachgefragt. Inwieweit, würden Sie sagen, hat der Bund es auf dem Radar, dass er tatsächlich den Universitäten andere Mittel geben muss, mehr Mittel geben muss oder Dispositionen schaffen muss, damit diese neuen Lern- und Lehrformen möglich werden? Oder gibt es ja gar keine Zuständigkeit? Es gibt im Moment noch keine Zuständigkeit. Wie gesagt, die Grundgesetzänderung ist ja auf dem Weg oder beziehungsweise ist beschlossen worden und jetzt müssen da auch Formate geschaffen werden. Da gibt es unterschiedliche, jetzt schon bereits vorhandene Förderprogramme, die eben jetzt neu ausgearbeitet oder neu mit neuen Schwerpunkten versehen werden müssen. Ich denke schon, dass da einiges möglich ist. Ja. Ich würde, wenn es zu diesem Komplex nicht dringliche Fragen gibt, jetzt gerne Ihre Frage aufnehmen und das gerne mal mit der Aktualität der Praxis abgleichen aus Ihrem Bereich. Sie sind Studierende in Kiel. Inwieweit können Sie für Ihr Studium sagen, ja tatsächlich, also durch die Angebote, die es jetzt gibt im Bereich MOOC, ziehe ich mich ein bisschen aus der Präsenzlehre zurück? Ich würde eher die Frage zurückspielen und sagen, was ist denn schlimm daran, wenn die Präsenzlehre weniger attraktiv ist als ein MOOC? Ich gebe das auch gerne provokant zurück, einfach aus folgendem Hintergrund auch. Wir sehen ja, dass gerade wir junge Menschen zunehmend in einer digitalisierten Welt aufwachsen. Und irgendwo in dieser digitalisierten Welt müssen wir junge Menschen auch angesprochen werden mit universitärer Bildung. Das ist eine enorme Chance und ein enormes Potenzial der MOOCs. Weil was bringt es uns denn, wenn die Schülerinnen heutzutage 3-4 Stunden am Tag irgendwie digital verbringen und gar kein Interesse daran haben, in der realen Welt präsent etwas an einer Lehre teilzunehmen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Zweiter Punkt dazu, ich glaube, ein MOOC kann aber ein Präsenzlernen nicht ersetzen. Den Austausch, den ich mit Personen habe, den
den kann mir nichts Digitales ersetzen. Das kennen wir vom Skype-Telefonat, das uns ein reales Gespräch ebenso wenig ersetzen kann, wie ein MOOC uns ein reales Lernen ersetzen kann. Aber es gibt gewisse Inhalte, das sehe ich auch in meinem Studium, das war auch Teil unseres MOOCs, der explizit so strukturiert war, dass wir gewisse Inhalte zu Hause für uns lernen, dort aufnehmen in Ruhe, weil wir uns dort auch in unserer eigenen Geschwindigkeit, die einzelnen Vorteile haben wir ja heute gelernt oder schon angesprochen, damit auseinandersetzen können. Ich sehe darin eher einen Vorteil zur absoluten Ergänzung. Es gibt dann wieder Momente, das war bei uns auch so, es gab einzelne Blog-Seminare dann in dem Fall bei uns, in denen wir uns gemeinsam getroffen haben und die Ergebnisse des Lernens gemeinsam miteinander diskutiert haben. Da waren wir dann quasi im Präsenzlernen. Aber ich glaube, Präsenzlehre darf nicht zwingend auch gegen die MOOCs hier hochgerechnet werden. Wir sollten eher schauen, was können die MOOCs uns eigentlich bringen, auch an Attraktivität für die Hochschulen. Heißt das, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es eben nicht um eine reine Online-Strategie an den Universitäten geht, nach dem Motto, wir stellen jetzt Vorlesungen ins Internet, ja, sondern dass quasi Digitalstrategie viel weitergehend als Online-Strategie ist. Das heißt nämlich, dass sich auch Lernstrategien in der Konsequenz verändern. Das Modell des Inverted Classrooms beispielsweise sagt ja, der Input, wo der herkommt, das werden wir mal sehen. Und wir müssen aber das Lernen anders organisieren. Was heißt denn das dann eigentlich für die Institutionen? Digitale Fernlehre. Jetzt geht der Kollege Amischpult ist unterwegs. Digitale Fernlehre macht da Sinn, wo sie besser ist als Präsenzlehre. Macht keinen Sinn als billiges Substitut. Wenn man es richtig macht, ist es teurer als Präsenzlehre. Und wenn man es richtig macht, schafft es soziale Lernmöglichkeiten, die wir in der Präsenzlehre in dem Maße nie hinbekommen. Und das ist teuer, schafft ein qualitativ deutlich höherwertiges Ergebnis. Es gibt die Möglichkeit, wir machen das oft, ein oder zwei Dutzend Lehrende einzubinden, die oft kontroverse Positionen haben, die sie nie in einer Lehrveranstaltung gemeinsam in einen Raum bekommen würden. Und gleichzeitig entstehen Möglichkeiten schon ganz, ganz früh, Peer-Reviews zu machen, Dinge auch im Bachelor im ersten Jahr öffentlich zu halten, wissenschaftliches Arbeiten in einer anderen Weise zu lernen. Also da gibt es eine Menge Dinge, die Sie im Hörsaal nicht hinbekommen. Und an der Ecke geht eine digitale Strategie Hand in Hand mit einer Bildungsstrategie. Hier vorne gibt es energischen Widerspruch, darauf gehen wir gleich ein. Machen ich möchte gerne aber noch Frau Schollerer fragen, das hatte ich angekündigt. Wie sind Ihre Erfahrungen? Also kannibalisieren sich die Formate? Warten Sie bitte einen Augenblick. Kannibalisieren sich die Formate? Sind das komplementäre Ergänzungen? Ist es so, wie Herr Keller es beschreibt? Ja, also ich finde es spannend. Ich finde es spannend, weil es nicht unbedingt meiner Erfahrung konkret mit dem Beispiel The Future of Storytelling entspricht, weil bei uns war es tatsächlich so, dieser Kurs war sehr, sehr groß mit 93.000 eingeschriebenen Studierenden. Bei uns an der FH, wenn man fragt, und wir wurden häufiger mal gefragt, ob ich irgendwelche Studierenden liefern kann, die den MOOC mitgemacht haben, es waren sehr, sehr wenige. Erstaunlicherweise hat sich aber seit des MOOCs meine Präsenzseminare, also die Belegung der Präsenzseminare, enorm verstärkt. Also es ist nicht so, dass die, und unsere Kursvideos sind auf YouTube noch zugänglich. Also es ist eher so, dass die Leute eher dann in die Präsenzlehre strömen. Und, das ist ein Marketing für die Lehre. ja, ich glaube im Idealfall, also da ist wieder das Marketing-Thema. Es ist Marketing auch für die Lehrenden, wenn der MOOC gut funktioniert. Und Punkt zwei wäre bei uns, also es ist weniger die Kannibalisierung als die Unterstützung, weil ich momentan fortgeschrittenen Seminare unterrichten kann, weil ich sie basieren lassen kann auf dem MOOC. Ich gebe den Studierenden den MOOC als Basis-Einführungskurs und kann an einem anderen Punkt starten, als ich das normalerweise in dem einen Semester könnte. Ja. Es gab hier vorne Widerspruch und dann sind Sie in der dritten Reihe. Und damit machen Sie den Inverted Classroom mit Ihrem Konzept. Und ich denke, das ist der große Gewinn. Digitalisierung ist die große Chance für die deutschen Hochschulen, sich abzusetzen von denen, die in den reinen Online-Markt gehen, indem wir nämlich kluge Digitalisierungskonzepte haben und wunderbare Präsenzphasen hinten draufsetzen. Aber bitte nicht den MOOC gegen die Präsenzphase ausspielen. Das wollte ich auch nicht gesagt haben. Ich hoffe, ich habe Sie nicht so verstanden. Nee, der Punkt ist, wir reden über sehr viele verschiedene Dinge, wenn hier verschiedene Menschen MOOC sagen. Das Problem ist von komplexen Problemen, dass sie komplex sind. Nee, so einfach ist der Karlauer nicht an der Ecke, sondern wir reden über soziale Lernformate auf der einen Seite und wir reden über im Kern Kostensenkungs- und Dissemination-Formate, in denen im Wesentlichen filmisch gearbeitet wird. Diese haben nichts miteinander zu tun und dass die unter dem Oberbegriff MOOC zusammengefasst werden, macht die Diskussion sehr kompliziert. Teilen alle diese Einschätzung in dieser Runde? Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Versuch's nochmal. Was einfacher für mein schlichtes Gemüt. Es gibt
Unser System ist ein System des sozialen Lernens, wo mehr Lehrende unterwegs sind in der Online-Lehre, als wir in der Offline-Lehre haben. Der Schlüssel ist teurer, betreuungsintensiver, die Lernerfahrung ist tiefer, die Abbruchquote ist ganz gering. Es wird Peer-Review gemacht, es wird in Teams gearbeitet, es ist ein sehr eng bemanagter Prozess. Wir können den einzelnen Studierenden enger bekümmern, als wir das in der Präsenzlehre können. So, das ist System 1. Mhm. Völlig abgesetzt von dem ist vieles, was auf Iversity und Kollegen läuft, wo ich im Wesentlichen einen Lehrenden habe, der seine Veranstaltung online stellt und damit einen breiteren Reach haben möchte und auch eine gewisse Kosteneffizienz und so weiter hochschulseitig gewünscht. Das sind Dinge, die haben nichts miteinander zu tun und die werden subsumiert unter derselben Abkürzung. Und so kommt jetzt diese Diskussion zustande. Sie haben es nochmal dargestellt, ich habe es jetzt so halbwegs begriffen. Ich hoffe, die Runde, die etwas kompetenter als ich, hat es ganz begriffen. Sie hatten eine Frage oder Sie haben ein Mikrofon nur, zufälligerweise? Das halten Sie nur fest, damit es nicht so alleine ist. Ah, okay, verstehe, auch so ein Mikrofon braucht ein bisschen Zuwendung. Gut, also es gibt zwei Mikrofone mittlerweile im Saal, falls Sie da Interesse haben. Drei Mikrofone im Saal, also Sie können Ihre Fragen in drei Mikrofone sprechen, nacheinander, gleichzeitig, wie Sie möchten. Da hinten ist eine Frage. Das ist eines der drei Mikrofone, könnte jetzt nach hinten. Genau, Dankeschön. Ich stelle das mal ganz provokativ in die Runde, weil ich selbst noch Studierender bin und auch im E-Learning-Bereich tätig. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Präsenzveranstaltungen leer bleiben, liegt das in 95% der Fälle daran, dass die Präsenzveranstaltungen schlecht sind. Es wird einfach miserable Lehrer an den Hochschulen betrieben. Welcher Hochschullehrer wird denn daran überprüft, ob er gute Lehre macht oder nicht? Das macht ja niemand, sondern man wird aufgrund seiner Forschung Hochschullehrer in aller Regel. Und wer gute Präsenzlehre macht, der hat auch volle Seminare und volle Vorlesungen. Das ist zumindest bei uns an der Ruhr-Universität so der Fall, in den Veranstaltungen, wo ich selbst gesessen habe. Das als Anmerkung. Meine Frage richtet sich jetzt einmal an Frau Esken, an die Politik an der Stelle. Wir haben den Fall, wenn man in Bochum einen Bachelor macht, wird der in Dortmund manchmal nicht anerkannt. Das heißt, das ist kein Witz, das klingt sehr traurig manchmal, aber es ist tatsächlich so, da funktioniert Bologna schon nicht. Dass es zwischen den Hochschulen die Kommunikation nicht passt, dass Kurse anerkannt werden. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass wir das mit MOOCs hinbekommen in den nächsten 10 Jahren, weil wir dieses Kirchturmdenken bei den Universitäten haben. Deswegen ist meine Frage, wie kann die Politik da eingreifen, vielleicht auch Druck auf Hochschulen auszuüben, dass wir es hinbekommen, dass Studiengänge und auch einzelne Kurse anerkannt werden. Tatsächlich an der Stelle kann die Politik tätig werden, indem sie sanften Druck von der einen Seite und Förderung finanzielle Förderung oder auch über Wettbewerbe und Ähnliches eine bessere Zusammenarbeit herstellt. Ich glaube, dass die bessere Zusammenarbeit beispielsweise auch über Ansätze wie Open Access ermöglicht wird. Insgesamt sind die Hochschulen derzeit noch so ein bisschen, wie Sie sagen, Kirchtürme, die nicht gern miteinander sprechen, eher in Konkurrenz stehen als in Kooperation, in der Lehre hauptsächlich. In der Forschung mag das nochmal anders sein. Ja, und was die natürlich auch ganz richtig angesprochen haben, ist die Qualität der Lehre. Da wird bei MOOCs dann davon gesprochen, oh, die müssen aber unbedingt qualitätszertifiziert sein. Das ist bei der Vorlesung tatsächlich nicht der Fall. Ne? Das ist also bei der Präsenzvorlesung, bei der klassischen, das ist ganz, ganz richtig. Da, denke ich, muss man schon auch immer klären, um was es... Kommen Sie mal nach Lüneburg zu uns. Vielleicht können wir aber diese ich habe nur von der Zertifizierung gesprochen, nicht, dass es nur schlechte Vorlesungen gibt, um Gottes Willen. Es geht ja ganz offenbar bei dieser Frage auch eben um Qualitätssicherung. Ja? Jetzt ist das Ruhrgebiet ein ganz besonders schwieriger Fall, den lassen wir mal ganz kurz aus dem Fond vielleicht. Ich bin selber aus Dortmund, aber... lassen Sie uns doch mal über das Thema Qualitätssicherung gemeinsam nachdenken. Die eine Gefahr, die Sie beschreiben, ist die, dass wir es kaum schaffen werden, bestimmte Lernangebote so zu zertifizieren, dass es anerkannt wird. Das mag das eine Problem sein. Innerhalb des universitären Systems kann es dann aber auch sein, und ich habe den Eindruck, dass wir hier neue Konkurrenzsituationen haben, dass vielleicht die universitären Abschlüsse erodieren mit neuen Angeboten außerhalb der Universitäten. Herr Kopp, wie schätzen Sie das ein? Aus der österreichischen Perspektive, der europäischen Perspektive, könnte es tatsächlich sein, dass wir in den nächsten Jahren Angebote haben auf Iversity, die dem Bachelor den Rang ablaufen? Und ist dann die Frage gar nicht mehr relevant, ob ein Zertifikat innerhalb der Universität anerkannt wird, weil das Zertifikat selbst eine Standalone-Qualität hat? Jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage. Ja, aber unbedingt. Das müssen Sie schon seit Anfang an.
Wir können den Stream ganz kurz unterbrechen, erstmal für 2 Minuten, dann können Sie sagen, was Sie eigentlich sagen wollen, und dann sagen Sie Ihre offizielle Meinung. Nein, also grundsätzlich denke ich, ja, das ist eine Gefahr, ja, für Hochschulabschlüsse und für die Qualität der Hochschulabschlüsse. Wir sehen das im Weiterbildungssektor, da und dort, wo Bachelor-Master-Programme angeboten werden, die grundsätzlich einen sehr hohen Online-Anteil haben und die berufsbegleitend stattfinden. Da gibt es wahnsinnig viele sehr, sehr gute Programme, also über 90% würde ich sagen, aber es gibt auch welche, die wirklich dazu dienen, einen Abschluss zu bekommen und dafür eben eine Studiengebühr zu zahlen. Was schwierig sein wird, glaube ich, ist eine Anrechenbarkeit, und daran scheitert dann wohl auch eine Anrechenbarkeit von Zertifikaten, beispielsweise von Aversity, auf bei anderen Hochschulen. Ja? Also ich sehe das zumindest für Österreich so, bei uns wird das kompliziert. Und das ist gleichzeitig aber auch eine Hürde, genau dort, wo nämlich sozusagen diese Angebote dazu führen, dass die Qualität der Lehre wirklich schlechter wird als das, was wir von einem sehr guten mitteleuropäischen Hochschulsystem her gewohnt sind. Ja. Also, darf ich da kurz was nur mal? Der Christian Friedrich von uns ist hier gerade im Saal. Wir vergeben ECTS-Zertifikate für unsere Kursangebote, und ich glaube, wir haben keinen einzigen Fall, null Fälle, wo die Zieluniversität unser Zertifikat nicht anerkannt hat. Uns ist keiner bekannt, ist keiner gekommen, der gesagt hat, das ECTS-Zertifikat der Leuphana wurde europaweit oder weltweit nicht anerkannt im Gut. Kontext von akkreditierten Studienprogrammen. Also das ist nicht ein systemisches Problem, sondern ein Einzelfallproblem, was man tatsächlich qualitätsmanagen muss. Ja, was Sie ansprechen, wenn ich das richtig verstehe, ist ja sozusagen, innerhalb des Binnensystems Universitäten funktioniert das. Es wird anerkannt. Meine Frage ist, wir haben einen Human Resources Manager bei einem großen E-Commerce-Unternehmen, der sucht einen Entwickler. Programmierer. Und dem ist es vielleicht vollkommen egal, welchen Universitätsabschluss dieser Entwickler hat. Der will wissen, hast du diese 3 MOOCs erfolgreich bestanden, wo es um eine bestimmte Programmiersprache geht. Diese sozusagen Konkurrenz außer universitärer Zertifikate im Verhältnis zur Universität, ist das eine echte Gefahr oder ist das keine Gefahr? Herr Kopp. Also nein, das sind 2 meiner Meinung nach komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Das eine ist eine Fachausbildung, Berufsausbildung in irgendeiner Form, wie auch immer. Sie haben jetzt also diese Computerkurse oder Computerschulen, die momentan ja in den USA sehr stark boomen, ja, wo sehr viel Geld bezahlt wird und wo neue Geschäftsmodelle entstehen, um genau diese Computerschulen ins Laufen zu bringen und in, glaube ich, 30 Tagen oder 60 Tagen eine komplette Ausbildung zu durchlaufen, um dann auch einen sicheren Job zu bekommen. Das kann meiner Meinung nach, und da mag ich altmodisch sein, nicht die Aufgabe zumindest einer Universität sein. Bei anderen Hochschulen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ich hoffe auch nicht ganz, weil es geht um eine gesamtheitliche Ausbildung, nicht nur um eine Fachausbildung, die genau auf ein Berufsbild hinschult, ja, in den meisten Fällen der universitären Ausbildung. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht als Konkurrenz, wenn ein Arbeitgeber sagt, du musst den MOOC gemacht haben, das ist für mich ein Asset, damit du bei mir eine Anstellung bekommst. Mhm. Sehe ich keine Konkurrenzsituation. Danke. Ein Beispiel aus der Praxis. Viele Lehrende, auch unter Ihnen, sind sicherlich auch, so wie ich, Modulbeauftragte in irgendwelchen Studiengängen. Und wenn mir ein Studierender zum Beispiel über Future Learn einen Kurs vorlegt, Korpuslinguistik, ich bin Linguist, hat ihn dort absolviert, dann ist es meine Entscheidung, die ECTS-Äquivalenz herzustellen und diesen Kurs anzuerkennen. Und das mache ich heute schon. Inwieweit ist es denn aus Ihrer Sicht, Herr Knuth, als Studierender entscheidend, dass ein Modul anerkannt wird? Oder sagen Sie, mir geht es eigentlich darum, ich will mich weiterbilden, ich habe jetzt hier einen MOOC entdeckt, irgendwo aus Ungarn, aus Frankreich, sonst wo, den mache ich, hat mit meiner Uni bedingt zu tun, bringe mich da zwar weiter, aber Anerkennung interessiert mich nicht. Das ist eine Frage, die kann man nicht hundertprozentig in eine Richtung beantworten. Es gibt beides. Es gibt MOOCs, die habe ich für mein Studium genutzt, die machen auch Sinn für mein Studium. Und da macht es auch Sinn, dass diese mit ECTS teilweise bewertet werden. Am Ende ist es ja aber nicht immer so, und da muss ich Herrn Kopf vorhin auch nochmal in seinem Einführungsvortrag ein bisschen widersprechen. Wir Studierenden wollen nicht immer nur ECTS, auch wir wollen eigentlich lernen. Es ist nicht alles verloren.
es ist hoffentlich nicht alles verloren. Und um da auch nochmal zurückzukommen auf die Vorstellung der verschiedenen Programme, die wir vorhin hatten, der verschiedenen MOOCs, also Storytelling der MOOC, der bringt mir für mein Studium zum Beispiel nicht besonders viel. Ich habe ihn trotzdem in Teilen an- und durchgespielt. Also da gibt es dann Sachen, die interessieren mich einfach, die besuche ich auch gerne, aber ich versuche gar nicht erst mir die für die Uni anzurechnen, weil ich weiß, es gibt auch ganz viele andere Module, die ich im Rahmen meines Studiums besuchen kann, die ich mir gerne anrechnen lasse. Und wenn es dann eben so eine Überschneidung gibt, wie im Changemaker MOOC mit dem UVDU-Programm, dann nehme ich das natürlich gerne mit, aber es ist kein Muss für mich als Student. Zwei weitere Publikumsmeldungen, die Dame zuerst bitte. Mein Name ist Claudia Lorow, ich tue mich etwas schwer hier, die Begriffe der Anrechnung und der Anerkennung gehen hier wild durcheinander. Zumal sich Hochschulen in der Regel eher etwas leichter tun mit dem Begriff der Anerkennung, sprich der Zulassung oder beziehungsweise, dass man etwas tun kann, weil man vorher etwas getan hat. Aber sich in der Regel sehr schwer tun mit dem Begriff der Anrechnung. Das heißt also, eine Leistung anzurechnen, dass man sie nicht mehr erbringen muss. Und ich würde doch gerne hier ein bisschen um Klarheit bitten, weil das hat sehr unterschiedliche Auswirkungen. Herr Fischer, Sie sind der Aufklärer anscheinend in dieser Runde. Sie haben zumindest Handzeichen gegeben. Ja, das stimmt. Handzeichen habe ich gegeben, Aufklärer glaube ich nicht, aber... Entschuldigen Sie, wenn ich das aus Sicht der Politik sage, hinein in diese Diskussion, die eine universitär interne Diskussion auch ist und vor allen Dingen vielleicht. Aber deutlich wird doch, dass uns eigentlich das, was man digitale Strategie nennen könnte, völlig fehlt. Wir sehen doch im Augenblick an verschiedenen Orten zwischen Universitäten, zwischen Bundesländern, zwischen Bund und Ländern völlig unterschiedliche Ansätze. Ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist runter zu definieren bis zur Frage, was ist der MOOC oder was ist die Anrechnung und die Anerkennung. Das müssten wir vielleicht mal ein bisschen versuchen, auf einen zumindest bundesweiten Standard zu bringen, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Sonst sind die Diskussionen, glaube ich, müßig. Und da würde ich mir, wenn ich das sagen darf, tatsächlich von unseren zentralen Einrichtungen, GWK, KMK und wie sie alle heißen, ein bisschen mehr Engagement in diesem Thema wünschen. Das wird nämlich dort nach meiner Auffassung nicht so aufgenommen, das ist ganz subjektiv, wie ich mir das an dieser Stelle wünsche, damit wir am Ende so etwas wie eine Strategie haben, um die vielen Unterschiedlichkeiten in irgendeiner Form zu lenken. Denn das werden wir müssen, wir werden es kanalisieren müssen. Jetzt repräsentieren Sie ja hier unglücklicherweise die Politik als Staatssekretär, gemeinsam mit Frau Esken als MdB, und ich bin der naive Bundesbürger, der sagt, meine 19-jährige Tochter soll jetzt studieren. Sorgen Sie mal dafür, dass das endlich wird, was Sie gerade beschrieben haben. Was muss denn jetzt passieren? Wie geht denn das ganz konkret? Die Beschreibung, da stimme ich Ihnen ja größtenteils zu. Aber was ist denn jetzt, was ist der Fall? Was ist das erste To-Do? Sie müssen beide, insofern können Sie sich jetzt erstmal streiten. Aber. Ich glaube, dass die Hochschulen über ihre, zum Teil tun sie es ja auch schon, Sie haben ja auch dahin darauf hingewiesen, dass die Hochschulen über ihre Institutionen sich selbst klar sein müssen, welche Wertigkeit hat das digitale Lernen, haben MOOCs, haben die ganzen Werkzeuge für sich selbst. Wenn sie das haben, dann will ich deutlich sagen, ist der Prozess nicht von oben Politik in die Hochschule, sondern ist der Prozess Hochschule-Politik. Dahin richtet sich eigentlich die Frage. Ich glaube, die Politik befindet sich im Augenblick, so nehme ich es wahr, in einer, wenn Sie so wollen, einer Art Wartestellung, um mal zu hören, was sind denn die Zielrichtungen, was sind denn die Anforderungen. So, glaube ich, wird das ein Dialog, denn Sie werden das nicht verordnen können, sondern Sie werden in einem solchen komplexen Bereich einen langen Dialog führen müssen und dann eine Einigkeit haben, die von unten nach oben kommt und nicht umgekehrt. Das heißt, die Verantwortung liegt momentan bei Herrn Metzner. Hochschulrektorenkonferenz. Ist er noch im Haus eigentlich? Ist Herr Metzner noch da? Sonst könnten wir mal kurz fragen. Wäst ab, bedauerlicherweise. Nee, es ist eigentlich relativ einfach und Sie haben tatsächlich mit Ihrer Frage den Kern berührt. Wenn einen MOOC im Rahmen eines akkreditierten Studienprogrammes angeboten wird, dafür ECTS-Punkte vergeben werden, dann kann ein Modulverantwortlicher, so wie Sie es gesagt haben, weiß ich nicht, haben wir, machen wir viele unserer offenen Kurse. Das kommt drauf an. Wir vergeben einen ECTS-Punkt und wie auch immer sind wir in der. Warten Sie mal, das ist gar nicht so kompliziert. Also wir haben, wenn Sie bei uns eine entsprechende Universitätsprüfung ablegen, bekommen Sie ein entsprechendes Zertifikat. Die Frage der Anrechenbarkeit ist dann die Frage der Hochschule, die den Abschluss vergeben möchte, und die muss die Statusfragen klären, nicht wir.
ist relativ einfach. Wir sind damit gut gefahren und die Studierenden sind damit gut gefahren. Da hilft jetzt der Schrei in Richtung Politik nicht. Gut, dann lassen wir das. Bitte, hier vorne eine weitere Wortmeldung. Hier vorne noch eine und da hinten sammeln wir erstmal drei Fragen und dann machen wir die nächste Runde. Bitte. Ja. Hab hier, Frau Esken, oder dann warten Sie bitte mal, ich hatte Frau Esken gerade schon das Wort gegeben und das ist dann wieder entzogen. Insofern, Frau Esken, die Politik, die Zuständigkeit, die Anrechenbarkeit. Ich kann da im Prinzip ganz gut mit leben, wenn man das Wort auch mal entzogen wird. Aber was ich doch anmerken möchte, ist, wer so ein bisschen verfolgt hat, was wir in letzter Zeit getrieben haben im Bundestag im Zusammenhang mit dem digitalen Lernen oder der digitalen Bildung, der hat vielleicht wahrgenommen, dass die Koalitionsfraktionen zusammen einen Antrag erarbeitet und beschlossen haben zur Digitalisierung der Schulbildung. Und es ist durchaus nicht so, dass wir die anderen Bereiche, insbesondere die Hochschule, nicht auf dem Schirm hätten, sondern wir haben uns einfach vorgenommen, uns mit der Hochschule, Hochschullandschaft, Hochschullehre insbesondere nochmal fokussiert zu beschäftigen. Jetzt im Herbst werden wir damit beginnen und ich darf Sie alle ganz herzlich einladen, weil wir jetzt erstmal im Moment in unseren Fraktionen mit Positionspapieren beschäftigt sind, sich an mich, an uns zu wenden und Ihre Ideen uns auch reinzugeben dazu, was denn notwendig wäre von der Seite der Politik. Und dann stimme ich ganz klar zu, dass die Institutionen selbst eigentlich ihre Konzepte der Digitalisierung erarbeiten müssen. Und da geht es nicht nur um MOOCs, da mag es auch mal um geschlossene Kurse gehen und da mag es um alle möglichen anderen Formate gehen, die zum Einsatz kommen und die Lernen eben anders machen, als es bisher war. Und die alle Chancen, die Digitalisierung auch bietet, dann eben auch nutzbar machen für die Hochschulen. Vielen herzlichen Dank. Herr Korwes, Herr Grano und die Dame dort hinten, bitte. Ja. Ich finde, wir verlieren uns so ein bisschen in so einem Klein-Klein in dieser Diskussion über Anrechnung, Anerkennung. Jetzt mache ich auch im Alltag täglich. Ich sitze im Prüfungsausschuss, aber ich finde, die Digitalisierung in der Internet und so weiter stellt eigentlich eine viel grundlegendere Frage. Und das ist eigentlich die Frage danach, was in der Hochschule, welche Rolle die in der Gesellschaft haben. Ja, traditionell haben Hochschulen Wissen geschaffen, das war Forschung. Dann haben sie Wissen gespeichert über viele Jahrhunderte. Also es gibt keine in einer stabileren Organisation als die Kirche, die stabiler sind über Jahrhunderte als Hochschulen und das hat auch einen guten Grund. Dann haben sie in der Lehre Wissen weitergegeben und sie hatten Monopol auf die Vergabe von Abschlüssen. Ja? Und einige von diesen Monopolen stellt nämlich die digitale Revolution komplett in Frage. In der Zugang zu hochqualitativem Wissen gibt es in der jetzt schon und zunehmend mehr übers Internet und das wird sich verstärken, ob uns das gefällt oder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass jede Vorlesung, Einführung in die Statistik oder BWL oder Mikroökonomik im Zweifelsfall besser im Netz vorhanden ist in Form eines Online-Kurses, welcher Art auch immer, als dass einer von uns in der normalerweise die Ressource und auch die Qualität hat, in der Lehre das in unserer Hochschule zu machen. Es führt auch zu einem Rationalisierungsdruck. Allein an der Uni Kiel haben wir mindestens 5-mal Einführung in die Statistik und da frage ich mich doch, wieso muss denn das sein, wenn alleine auf Udacity es mindestens 5 bessere Kurse gibt und man könnte die Zeit anders nutzen, um zum Beispiel Studierende zu betreuen. Ja? Und ich glaube, die eigentliche Frage ist doch, was soll eigentlich im Bereich Lernen passieren an einer Hochschule? Wir haben doch jetzt eine Situation, wo komplett sich eine Verschiebung eigentlich anbahnt von Stoffvermitteln auf eine andere Art von Lernen, nämlich meiner Meinung nach geht es darum, dass Studenten lernen müssen, wie löse ich denn ein reales Problem? Ja? Und das kann ein Forschungsproblem sein oder ein Praxisproblem oder ein Gesellschaftsproblem, aber es geht nicht mehr nur darum, Stoff zu vermitteln. Und das ist das, was in vielen von diesen Grundvorlesungen passiert. Und meiner Meinung nach sind die wirklich nur das machen, alle überflüssig, weil das wird es in kurzer Zeit alles im Netz geben. Und was ich bei uns an der Universität Kiel sehe, dass das Präsidium nicht mal verstanden hat, was auf die Hochschule zukommt. Ja? Also geschweige denn, dass da eine Diskussion drüber im Gange ist. Und ich von den Hochschulen, die ich kenne, ist das symptomatisch für fast alle Hochschulen. Und ich denke, dass es da doch Anstöße aus der Politik oder auch Stifterverband braucht oder was auch immer, um überhaupt erstmal das Denken in Hochschulleitungen, die komplett forschungsfokussiert sind, in Gang zu setzen. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Podiumsdiskussion. Das war das perfekte Schlusswort, 15 Minuten zu früh, aber vielen herzlichen Dank. Wir nehmen die Frage auf, wir behalten sie auf dem Zettel. Ich sammle 3 Fragen und dann diskutieren wir sie. Herr Grano, bitte. Meine Anmerkung geht dahin, dass eigentlich die Struktur des Hochschulsystems für die Digitalisierung der Lehre gar nicht geeignet ist und dass wir dort den Handlungsbedarf haben. Solange es das Internet nicht gab, machte es ja Sinn, dass jede Hochschule ihre Lehre für sich alleine macht. So ist das System aufgebaut. Jetzt haben wir ja heute verschiedentlich gehört, dass gute digitalisierte Lehre, digitalisiertes Lernen eher aufwendiger ist als die manchmal nicht so gut vorbereitete Präsenzlehre. Gleichzeitig skaliert sie aber hochschulübergreifend. Und das, was mich umtreibt, geht eigentlich dahin. Was gedenkt man denn zu tun? Jetzt kann man hoffen, dass die Hochschulen
alle für sich alleine zu der Erkenntnis kommen, dass es ja viel besser wäre, man würde zusammenarbeiten und, sage ich mal, das Rad nicht 100 Mal erfinden. Ich meine, die Sprechankorf ist ja, spricht mir ja vollkommen aus der Seele. Warum muss ich denn 10-mal Statistik machen? Da habe ich kein Alleinstellungsmerkmal mehr, wenn es digital ist. In Präsenz war klar, das hing mit den Raumgrößen zusammen. Warum müssen denn jetzt 500-600 Hochschulen in der Bundesrepublik jede für sich eine Digitalisierungsstrategie ermitteln und jede fängt an, mit teilweise bescheidenen, teilweise höheren Mitteln, irgendwelche digitalen Dinge zu entwickeln und für sich zu nutzen? Das ist doch das alte analoge Modell der Präsenz. Veranstaltung übertragen aufs Digitale. Das, was wir eigentlich brauchen, und mir fehlt wirklich der Glaube, dass die Einzelinstitutionen das aus reiner Erkenntnis für sich machen werden, ist, dass es zu einer hochschulübergreifenden Nutzung von digitalen Dingen gibt. Das muss auch nicht nur gefördert, sondern hier muss auch ein bisschen mehr rein, damit man die Umsetzung auch wirklich vorantreibt. Und dieses muss natürlich notwendigerweise länderübergreifend sein. Denn auch die Idee, dass es jetzt 16 Landesstrategien zur Digitalisierung gibt, stimmt ja nicht viel tröstlicher. Das ist Paragraph 2 des Manifests des heutigen Tages, was wir nachher veröffentlichen werden. Die Dame dort hinten bitte noch und dann werden wir auf die drei Anregungen, Fragen versuchen, Antworten zu finden. Die Dame da hinten hatte sie, glaube ich, wann nicht sieht es? Habe ich mich da vertan? Nee? Gab es da nicht ein Handzeichen, eine verirrte Hand? Keine Dame. Sonst, wir haben ja zwei sehr anspruchsvolle also Fragen. Ich finde es ein bisschen problematisch, dass in MOOCs hier so wahnsinnig viel hineininterpretiert wird, weil MOOCs so ein bisschen subsumiert sämtliche Digitalisierungstrends im Hochschulbereich gerade. Ja? Und es hängt sich hier gerade so ein bisschen auf, dass die Digitalisierung der Hochschulen in MOOCs begründet ist. Und das ist ehrlich gesagt ein echtes Problem. Also da bin ich nicht ganz sicherlich. Ich glaube, wir sprechen sozusagen anhand dieses einen konkreten Falls über die Digitalisierung. Genau, und das ist immer die Gefahr, wenn man anhand eines Falls darüber redet oder eines Instruments letztlich darüber redet. Und dass MOOCs noch lange nicht perfekt sind, das wissen wir, denke ich, alle. Aber es kommt halt häufig so rüber, als seien MOOCs so der Trend in Flipped Classroom, der Trend für digitale Lehre, der Trend für Möglichkeiten, Lehre übergreifend verfügbar zu machen und Ähnliches. Das ist eine... Das andere, wir sind, glaube ich, hier eigentlich die Avantgarde des digitalen Lernens und wir sind sehr kooperationsbereit, aber mit dem ganzen Thema Anerkennung, Akzeptanz, Open Educational Resources, solange Lehrkräfte A, keine Motivation haben, fremde Materialien einzusetzen in ihrem Unterricht und auch lieber die Unterhose ihres Kollegen tragen würden, als dessen Unterrichtsmaterial zu benutzen, haben wir einfach ein echtes Problem an der Stelle. Ein verwegenes Bild. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte kurz nur meinem Vorredner zustimmen. Mhm. Alle kennen, glaube ich, den Film Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, vor 15 Jahren war genau dieselbe Debatte. Also wir hätten die 15 Jahre zurückversetzen können zum Thema E-Learning, Online-Education und so weiter. Mhm. Genau dieselben Punkte. Es geht darum, dass wir sozusagen, und ich finde, der Fokus muss ganz klar auf die Lehre gelegt werden. Mhm. Wir brauchen mehr Lehrprofessoren, wir brauchen die Ausstattung des Mittelbaus, wir brauchen echte unbefristete Verträge für die Mitarbeiter, damit all dies ermöglicht werden kann. Und MOOCs sind eine weitere Ergänzung, genau wie es eine Lernplattform etc. ist. Paragraph 3 und 4. Mal zusammenfassen für das Podium und bitte dann alle um Antworten. Wenn ich recht verstanden habe, den Versuch eine Kurzfassung zu bilden, ist mit Blick auf die MOOCs und die Digitalisierung haben wir es mit einem ganz neuen Verhältnis zwischen Lehre und Lernen zu tun. Und Lehre und Lernen müssen sich verändern und dieses Verhältnis zwischen Lehre und Lernen ist vollkommen undefiniert bisher. Diese Herausforderung, wie nehmen wir die an, was heißt das für das Lernen an den Universitäten zukünftig? Ja, ich denke, dass Hochschulen sich darauf besinnen müssen, eigentlich was die Stärke so eines Ortes Hochschule ist. Ja? Also da kommen 25.000 Leute bei uns in Kiel zusammen und sind an einem Ort, natürlich gebündelt in kleineren Gruppen, aber sozusagen, dass man die da zusammen hat, ist die eigentliche Stärke. Ja? Den Stoff kann man, das lernt jeder von denen auf ganz andere Art. Und wenn ich mir, mein Sohn ist 13, wenn ich mir angucke, was der aus YouTube-Tutorials lernt und nicht nur der, sondern die alle in der Altersgruppe. Verstehen die Lehrer gar nicht, wie die Schüler lernen. Und an der Hochschule bilden wir die Lehrer aus und wir sind alle Mitte 50, 50 aufwärts normalerweise. Das sozusagen natürlich hat es so ein Time-Lag durch die Institutionen, aber ich glaube, die Stärke von der Hochschule in Zukunft, da kann man nur ausspielen, wenn man das nutzt, dass da viele Leute zusammenkommen, ja, die tatsächlich was gemeinsam lernen wollen. Das heißt, Organisation von sozialen Prozessen, Lernräumen und so weiter. Aber Stoffvermittlung ist nicht das Zentrale mehr. Frau Schollerer, Herr Knuth, wie
schätzen Sie das ein? Wie muss die ideale Universität, die ideale Hochschule aussehen? Ich weiß, das ist die ganz einfache Frage am Schluss der Diskussion. Was für Wünsche haben Sie da? Mit Blick auf das, was Herr Cordes gesagt hat. Das greift ja eigentlich genau das auf, was ich vorhin angedeutet habe, als ich so provokant sagte, was ist denn so schlimm daran, wenn die Präsenzlehre nicht mehr so attraktiv ist. Es geht ja tatsächlich darum, glaube ich, dass die Hochschulen nicht weiter der Ort sein müssen, wo ich hingehe, um irgendwie so einen Input zu bekommen, so ein dauerhaftes von vorne auf mich eindröseln, sondern für mich soll die Hochschule der Ort sein, wo ich mich mit interessanten und interessierten Menschen treffe, die einen ähnlichen Wissensstand haben, ein Interesse haben zu lernen und diesen Wissensstand auch anzuwenden. Das ist, glaube ich, für mich und für viele meiner Kommilitonen und der anderen Menschen auch das Interessante, Wissen nicht immer nur eingetrichtert zu bekommen, sondern zunehmend in einen Anwendungsprozess zu kommen. Und das ist das, was, glaube ich, auch in die Richtung geht, wo können wir ein Problem lösen, wo können wir nicht nur Lehre empfangen, sondern lernen und wo können wir lösungsorientiert arbeiten. Also eine Hochschule mit mehr Praxisbezug, okay, das wäre schön. Wenn ich richtig verstehe, also die Hochschule ist nicht mehr der Ort des reinen Wissensvertriebs, sondern der Wissensbearbeitung, der Wissensanwendung. Frau Schollerer. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, Lehre an Hochschulen ist immer dann in der Präsenzform nicht sinnvoll, wenn es um ein vorgelesenes Buch geht. Also wenn ich genauso gut das Buch zu Hause lesen kann, dann ist da nicht viel gegeben. Also meine ideale Universität ist dieser Raum zum Lernen, der tatsächlich auch innerhalb unseres MOOCs und innerhalb vieler MOOCs, also zum Beispiel Design 101, auch gefordert wurde und dann auch gefördert wurde in regionalen Gruppen, dass man sich zusammentut, dass man zusammen lernt und eben die Aufgaben löst. Und die Universität ist ja schon dieser Ort, den wir haben. Da muss ich nicht ein Café in Paris auftreiben. Und also das wirklich zu nutzen und das wirklich sich zu eigen zu machen, zum Zentrum dieses gemeinsamen Lernens auch. Also genauso, ich möchte ja auch lernen. Ich lehre ja nicht nur, damit ich das Wissen, was ich mir in jetzt 30 Jahren angefressen habe, irgendwie in die Welt pumpe, sondern ich habe ja nicht ausgelernt und ich möchte von meinen Studierenden lernen. Und deswegen sollte das ja nicht eine Einbahnstraße sein. Also meine Universität der Träume ist auf jeden Fall keine Einbahnstraße. Das heißt, wir müssen eigentlich soziale Prozesse designen, wo wir diese Facebook-Gruppen, wo sich Studierende organisieren, irgendwie wieder zugänglich machen, diese Hermetik aufheben, wo wir Räume anbieten, die bisher in Cafés eigentlich sind, de facto, wo Studierende zusammenkommen und sozusagen in Gruppen lernen. Und dann müssen wir in die Unis zurückholen. Verstehe ich Sie richtig? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also auch Arbeitsräume, gerade bei uns an der Hochschule, ich komme aus dem Fachbereich Design, ist ganz stark gefordert von den Studierenden, Arbeitsräume wirklich bereitzustellen. Wir haben Probleme mit den Räumen. Wir haben nicht genügend Räume, um das umzusetzen momentan. Aber es gibt eine große Kampagne von Studierendenseite, das umzusetzen jetzt auch im nächsten Semester. Da wird es Proberäume geben, um das mal zu testen. Und also es ist auf jeden Fall gefordert. Es ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, die Studierenden wollen ihre ECTS-Punkte und dann wollen sie nach Hause und möglichst nichts mit dem Studium oder der Uni zu tun haben. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Saskia Esken. Vielleicht müssen wir uns noch mal klar machen, wie Lernen und wie Bildung eigentlich funktioniert. Dieser Begriff Vorlesung, der stammt ja aus einer Zeit, als Bücher noch nicht so in großer Menge verbreitet waren und einer besaß das Buch und hat dann eben vorgelesen, damit die anderen zuhören konnten. Komischerweise heißt diese Veranstaltung heute noch so, obwohl die Bücher doch relativ verbreitet sind mittlerweile. Selbst sogar, ja, super, nicht mehr ganz, aber ja, also... Tatsächlich gibt es inzwischen sogar Videos, da sind wir jetzt bei den MOOCs. Nein, Quatsch. Ich glaube, es muss man sich schon bewusst machen und dann muss man sich auch bewusst machen, wie Lernen funktioniert. Und Lernen funktioniert ja nicht durch Wissensaneignung, sondern ich muss das Wissen ja dann auch irgendwann mal annehmen. Und tatsächlich auch der Bildungsprozess besteht ja darin, dass ich das Wissen anwende, dass ich Transferleistungen erbringe, dass ich mit anderen gemeinsam da auch sogar Emotionen womöglich damit verknüpfe, aber vor allem auch vorhandenes Wissen damit verknüpfe. Und es ist kein Prozess, der ganz alleine so richtig gut funktioniert. Aber der Input, der im Moment in der Vorlesung, in der Präsenzvorlesung stattfindet, der muss nun wirklich nicht in der Gruppe gemacht werden, wo man still sitzen muss und zuhören, was die ohnehin nicht tun, die twittern nebenher. Ne? Kenne ich doch. Herr Keller, jetzt höre ich so oft die Worte Anwendung. Es klingt so nach Praktikum, praktischer werden, Projekte machen. Ist das eine Universität, die Ihnen so vorschwebt? Ich glaube, die Universität, die uns vorschwebt und die wir auch versuchen zu praktizieren, ist eine, in der ultimativ der Studierende das Heft in der Hand hat. Und das ist auch das Wesentliche an Digitalisierung, den Dingen, die wir heute besprochen haben. Es entsteht ein Markt der Lehrveranstaltungen und die Lehrveranstaltungen stehen im Wettbewerb zueinander, nicht nur an einer Universität, sondern weltweit. Das ist ein qualitätssteigerndes Systemmerkmal, das
die Qualität der Bildung dramatisch verbessern kann. Und da liegt die Riesenchance. Also was mich gestört hat an der Diskussion, ist, dass so viele verlangt haben, die Politik möge eingreifen und möge regulieren. Unfug, gar nicht nötig. Die Studierenden, die wir in Deutschland und in Europa haben, die sorgen gerade dafür, dass die Qualitätsstandards dramatisch steigen, indem sie mit den Füßen abstimmen und in bestimmte Veranstaltungen nicht mehr gehen und bestimmte andere Veranstaltungsformate wählen. Und die Universitäten sind gefordert, diese Flexibilität zu unterstützen und zu befördern. Ich verstehe Sie so, dass die Universitäten quasi das Bildungsinterface der Studierenden sind und das ist, sollte ein nutzergetriebenes Bildungsinterface sein. Jetzt würde ich aber gerne an dieser Stelle, wo Sie sagten, es sei Unfug, die Politik ins Spiel zu bringen, Herrn Granow in Stellung bringen, der gerade das Gegenteil sagte. Ich habe Sie so verstanden, Herr Granow, dass Sie sagen, es ist ja wunderbar, wenn die Universitäten sich jetzt selbst sozusagen weiterentwickeln sollen, müssen Verantwortung fühlen, aber, so habe ich Sie zumindest verstanden, sinngemäß, in Wahrheit brauchen wir eine Art Taskforce aus Hochschulrektoren, aus Politik, die gemeinsam sagt, so, wir sind hier so eine Art Strategie-Inkubator und jetzt denken wir da ein halbes Jahr lang nach und dann legen wir eine Riesenstrategie vor und die hat sich dann gefälligst wieder zu halten. Ist das in etwa das, was Sie gefordert haben? Das erzeugt auch Widerspruch, oder täusche ich mich? Ja, also bitte, jetzt kein Einvernehmen an dieser Stelle. bei mir erzeugt es ein bisschen den Widerspruch, weil, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den... Taskforce? Ja, Taskforce, genau, ja. Alle einschüchtern? Ich habe auf die falsche Notiz geguckt. Tatsächlich glaube ich, also weil das ja auch jetzt gerade Thema war, muss man das zentral steuern und macht das überhaupt Sinn, wenn dann irgendwie so Einzel-MOOCs hier aufploppen und hier mal ein Kurs und hier dieses Format. Und ich glaube, und das ist ja bei Innovation immer so, dass das doch auch Einzelpersonen getrieben ist, beziehungsweise Team getrieben. Und dass wir dann zu einem guten Ergebnis kommen, wenn man manchen Leuten, die Motivation verspüren, die Freiräume gibt, das auszuprobieren, weil sonst, also ich glaube, vielleicht tue ich Ihnen da Unrecht, aber ich glaube, wenn sich ein Forum zusammensetzt, selbst eine tolle Konferenz sich bildet zu dem Thema, dann werden wir nicht am Abend herausgehen und plötzlich wissen, welche Formate jetzt die besten sind, die für Deutschland geeignet sind oder Europa und wie wir sie umzusetzen haben, sodass es die perfekte Digitalisierungsstrategie für ganz Europa ergibt. Sondern ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus dem Ausprobieren und dem Auswerten. Ja, sehr, diesen Gesprächskreis jetzt hier schließen zu müssen, bloß bedauerlicherweise haben wir noch 3 Minuten und ich würde gerne einmal diese großen Räder, die wir jetzt hier gedreht haben, zur Seite stellen und nochmal 2 ganz konkrete Fragen stellen. Sie forderten ja vorhin ein, dass wir uns konkret mit MOOCs wieder beschäftigen sollen. Das, denke ich, zum Teil ist durchaus berechtigt. Wir haben die großen Fragen aufgeworfen, die sind im Raum, die können wir nicht lösen. Aber 2 Stichworte nochmal zum Schluss. OER, Bedeutung von OER in diesem Kontext, wie ordnen Sie das ein? Muss das auch Teil der Strategie sein? Und zweitens, Universitäten und privatwirtschaftliche Plattformen. Wie ist dieses Verhältnis eigentlich einzuschätzen? Herr Kopp. Ja, also zum Thema OER ist mein Bekenntnis ganz ein klares Ja. Also das ist das, was Universitäten, Hochschulen zu tun haben. Ja. Was heißt das? Das heißt, alle das Inhalte heißt, müssen OER dass, sein? Das heißt, dass grundsätzlich produzierte Lehr-Lernmaterialien unter einer Creative Commons Lizenz stehen sollten. Ja. Und diese Creative Commons Lizenz dazu befähigen sollte, diese Lehr-Lernmaterialien durch andere verwendbar und modifizierbar zu machen. Ja. Das ist ein klares Bekenntnis der Universität Graz, das zu tun und das voranzutreiben. Und das ist ein klares Bekenntnis meinerseits, das von allen einzufordern. Ja. Das geht im Lehrbereich viel leichter als im Forschungsbereich. Ich finde, dass es an der Zeit ist, eben genau diese Materialien zur Verfügung zu stellen. Was damit verbunden ist, ist allerdings, dass ich auch eine Plattform brauche, eine deutschlandweite, eine deutschsprachigweite, wie auch immer, wo ich zentral diese Angebote auch abrufen kann, weil es gibt ja sehr viel OER, ja, nur findet die keiner. Ja, das ist also ein großes Problem in dem Zusammenhang. Ja, dementsprechend also, was die Anwendung und die Unterhosen in dem Zusammenhang angeht, naja, stimmt schon. Ja, die Erfahrungen haben wir auch. Aber immer dann, wenn wir den Lehrenden sagen, auf deinen Folien hast du 34 Urheberrechtsverletzungen, fragen Sie 3 Tage später, wie genau war denn das jetzt mit diesen freien Bildungsressourcen? Wo gibt es denn die? Ja? Mhm. Also das ist schon so ein Prozess, der, glaube ich, langsam auch sich in den Köpfen festsetzt. Ich würde aber gerne Ihre Position hier nochmal zur Diskussion stellen. Sie sind das alle genauso auf dem Podium. Hochschulen sollten Inhalte unter CC-Lizenzen produzieren. Ist das so?
Also ich glaube, dass das sozusagen, weil wir jetzt sollen sagen, da wäre ja dann irgendwie in irgendeiner Form ein Gesetzgeber oder wer auch immer zuständig für diese sollen zu sagen. Ich glaube, dass die Verordnung von Vernetzung und Austausch nicht möglich ist und die Verordnung von gegenseitiger Anerkennung, aber die Verordnung von Offenheit. Und dann ermöglichen wir Vernetzung und Austausch. Und dann kann, glaube ich, auch ganz viel geschehen. Und das bezieht sich auf OER, das bezieht sich natürlich auch auf Open Access, also auch auf den Forschungs-, auf den Wissenschaftsbereich. Und da haben wir ja Möglichkeit, weil wir schließlich finanzieren, was dort geschieht, eben auch zu sagen, was wir finanzieren, das soll bitte auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Was, vielleicht nur kurz zu OER, gibt es keine Alternative. Und es gibt auch keine Alternative zu öffentlich-privaten Partnerschaften in der IT-Erbringung. Okay, aber nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Also einhellig Befürwortung von OER, Hochschulen sollten Inhalte unter Creative Commons Lizenz produzieren und bereitstellen. Gut. Paragraph 5. Ja, Herr Fischer. Das ist blöd jetzt, ich wollte das gerade unterstützen. Jetzt haben Sie es schon. Achso, pardon. Sie streichen das aus dem Protokoll, dann können Sie Ihre Pointe noch platzieren. Sie haben ja gefragt. Ich möchte nochmal, weil wir sozusagen in die Schlussrunde kommen, ich möchte nochmal dafür werben, dass, wenn es nicht gleich möglich ist, sozusagen eine Bundesstrategie zu bekommen, dann zumindest zu versuchen, im jeweiligen Bundesland sich ein bisschen zu organisieren und auf den gleichen Standard zu bringen. Herr Grano hat ja recht, Politik muss damit hinein. Wir haben einen technologischen Wandel, der wird Folgen haben. Die Folgen sind in irgendeiner Form auch politisch zu begreifen und auch zu entscheiden am Ende. Das ist einfach so da kann Politik sich überhaupt nicht raushalten. Insofern haben Sie recht, Taskforce, sowas würde ich nicht so für gut finden, da bin ich für einen Dialog. Also Dialog, Strategie. Nur mal kurz Eigenwerbung, Schleswig-Holstein hat, glaube ich, neben Baden-Württemberg eine Open-Access-Strategie veröffentlicht. Wir haben Arbeitsgruppen eingesetzt, wir werden innerhalb von 1,5 Jahren ein Open-Access-Programm haben mit den Hochschulen zusammen. Nämlich nicht gesetzlich verordnet, sondern im Diskussionswege erarbeitet, dass diese ja auch nicht ganz unumstrittene Form etablieren wird. Dasselbe werden wir machen in Richtung der Frage MOOCs und so weiter. Das heißt, wir werden nächstes Jahr so Rahmenbedingungen der Politik vorgeben, in denen sich Hochschulen bewegen können. Da müssen wir uns austauschen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das Angebot zu machen an den Bund und dann auch an Europa. Am Ende werden wir, das ist hier noch nicht gesagt, warum das auch zu weit führt, aber natürlich muss jemand, der in Berlin nach Paris geht, muss auf dem gleichen Standard sein, wenn er sein MOOC oder Moodle oder sonst welches Wissen hat, sein technologisches, digitales Wissen. Der muss da lehren können und da lehren können und zwar genau mit den gleichen Standards. Das heißt, da kommt auch noch ein weiterer Schritt auf und zu. Sie haben es so ein bisschen angesprochen, aber kritisch, aber da werden wir auch rein müssen. Also das ist noch längst nicht zu Ende. Insofern brauchen wir eine Strategie, damit wir es aufbauen können. Sonst fällt das auseinander. Das wissen wir doch in anderen Fragen auch. Ich hatte, ähnlich wie Sie, im Laufe des Tages auch das Gefühl, dass noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Herr Kopp. Danke, noch ganz kurz. Ja, zu dem Thema fällt mir halt ein, immer die Frage der Hochschulen und der Hochschullehrenden, wem gehört denn das, was ich produziere? Ja. Von dem wegen Mitnehmen von Berlin nach Paris und wieder zurück. Ja. Und das ist eben die große Frage. Also wenn ich jetzt Lehrmaterial produziere, wem gehört das denn? Ja. Und wenn ich von Graz nach Berlin gehe, muss ich die Materialien dann der Universität Graz zur Verfügung gestellt lassen? Wenn sie OER sind, ist es kein Thema, weil dann ist das einfach so. Ja? Wenn ich ein Lehrbuch schreibe, ist das bei Gott nicht so und wenn ich ein Skriptum herausgebe, auch nicht. Das ist einfach eine ganz klare Forderung, diese Dinge so zu lizenzieren, dass sie für alle zugänglich sind. Ja? Ganz herzlichen Dank. Ich habe zumindest heute auch gelernt, dass Gott, den Sie gerade ansprachen, die Kirche und die Universität doch nicht so weit voneinander entfernt sind, wie ich gedacht hatte am frühen Tag heute. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich für diese Podiumsdiskussion danken. Ich glaube, es ist klar, dass wir die vielen Fragen, die im Raum sind, in Ansätzen nur beantworten können. Vieles wird offen bleiben. Es werden neue Herausforderungen dazukommen. Ich darf nochmal danken auch allen Organisatoren des heutigen Tages, der FH Lübeck auf jeden Fall, dem Stifterverband in Person von Isabel Schünemann und Oliver Janoschka, die mit an dem Programm gewirkt haben. Herzlichen Dank. Das ist ein großartiges Programm gewesen, aus meiner Sicht zumindest. Das ist die Stelle für Applaus. Jetzt vergesse ich ganz bestimmt Leute, die wichtig sind. Also alle, die hier beigetragen haben, seien mit einem herzlichen Dank bedacht. Auch der Technik, Ton und Bild ein herzlicher Dank. Ganz besonders empfehlen möchte ich Ihnen noch Anne Lehmann, die hinten im
hinteren Teil des Saals ganz fleißig visuell den Tag protokolliert hat. Diese Graphic Recordings werden in den nächsten Tagen auf der Seite des Stifterverbandes verfügbar sein. Dort können Sie Ihre ganzen Erinnerungen nochmal auffrischen und diesen großartigen Tag nochmal durchleben. Und damit haben wir das Ende erreicht. Vielen herzlichen Dank. Sie sind entlassen. Tschüss.